Achtung! Brandschutz. LKW-Brand. Einsatz für ELW, LF24, TLF1, RTW1, Dornenkamp. Ah, Mist. Ein revaisches Hallo, meine Holzfäller-Fischis, und willkommen zu einer neuen Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Ich habe mir ein Skin-Paket runtergeladen von der Feuerwehr Karlsruhe. Ich hätte gern die Feuerwehr Stuttgart gehabt, aber die gibt's leider nicht. Also deshalb sieht es jetzt hier vielleicht alles ein bisschen anders aus. Und es steht halt Karlsruhe drauf. Aber egal. Ach, wir sind schon da. Boah. Voll übers Hütchen gefahren, super gut. Ich weiß jetzt nicht, der Skin vom RTW ist auch anders. Das ist nämlich jetzt die ASB. ASB? Ich glaube, es ist die ASB. Ja. Da guckt ein Arm raus. Ja, ich würde es ja gern selber machen, aber bei mir ist das Problem, ich habe kein Photoshop. Und dann geht das nicht wirklich. Also glaube ich. Wenn ihr was anderes wisst, dann könnt ihr mir das gern schreiben. Vielleicht täusche ich mich da auch und kann irgendein anderes Programm nehmen, aber irgendwie war ich der Meinung, da stand irgendwas mit Photoshop dran. So, und wir müssen jetzt hier gar nichts machen, außer warten, oder? Und es ist schon wieder verdammt neblig hier. Also im Spiel, weil bei mir scheint halt jetzt heute eben hier die Sonne. Muss ich löschen? Nee. Ich warte einfach. Ja gut, das ist ja jetzt gleich wieder aus hier. Nur einmal nuff, einmal runter, fertig. Na, komm, das schaffst du. Und ist aus. Das hätte ich auch mit dem Feuerlöscher löschen können. Machen wir den ab. Ja, eigentlich könnte ich den ja hierher legen, oder? Machen wir den noch ab. Den schmeißen wir jetzt auch hier hin. Ah. Und dann verstauen wir den und sind eigentlich schon wieder fertig, oder? Sieht ganz danach aus. Oh! Leute! Ihr habt vergessen, den Schlauch hier abzumachen. Ja, super! Die Polizei steht ja echt gut hier. Ach du Scheiße. So, schaff's jetzt. Gut. Super! Wir fahren doch da vorne mit. Ja. Gut. Etwas komisch, der Einsatz. Hallo? Also wir dürfen halt nicht vergessen, oder ihr dürft nicht vergessen, ich spiele das Ganze in der
in der Beta. Das heißt, es gibt immer irgendwelche. Ich glaube, ich bin jetzt am falschen. Ich muss doch fahren, oder? Ach komm, hör auf. Schmeiß das Ding rein, mach hinten zu. Dann mache ich es wieder zu. Sehr schön, dass du es aufgemacht hast. Jetzt kann ich es nicht mehr zumachen. 2, 1, dann mache ich das so. Jetzt ist zu. Gut. Na, falsch. F3, F2. Geht zur Fahrzeugtür. Ich glaube, ich habe es geschafft. Na, Halleluja. Und das aus und das aus und das aus. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Einsatz wieder. Achtung, Brandschutz, Brandmeldeanlage, Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1. RTW 1. Na, wollen wir mal gucken. Aber ich gehe davon aus, dass das ein Fehlalarm ist. Schön an die Reihenfolge halten. Vor uns fährt das Löschfahrzeug, dann fahren wir und dann kommt ja. Da das Tanklöschfahrzeug. Tanklöschfahrzeug? Irgendwie. Einfach anlassen. Kann man noch ein Stück vor. So, RTW hat es jetzt auch geschafft. Und vorne unser Einsatzleitfahrzeug hat mal wieder das Dauerhorn an. Das ist eine super Sache, die ist überhaupt nicht nervig. Nee. Doch, oh Gott. Das blöde Ding da aus. Nein, falsch gedrückt. Ja, egal. Der braucht kein Blaulicht. Doch, der hat das Blaulicht ja an. Können wir eigentlich mal kurz hier das Ding aussetzen und reingehen und gucken. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das ein Fehlalarm ist. Hinten und Fehlalarm. Jungs, könnt umdrehen. Fehlalarm. Alles gut. Noch was mitnehmen für unterwegs. Ein Eis oder so. Ich habe mir jetzt mal vorhin so ein bisschen den Workshop durchgelesen, nicht den Workshop, die Neuigkeiten. Also es kam ja dieses Update raus, dass man eben die Feuerwehrfahrzeuge dementsprechend umgestalten kann. Und da sind noch mehr Leute wie ich dabei, die dann schreiben, Einsätze wären schöner oder mehr Realismus. Ja. Der macht einen Scherz, oder? Na, wir nehmen die Abkürzung. Und wer als erstes in der Feuerwehrwache ist.
Eigentlich müsste ich das Licht auch anmachen, weil es ist ja doch ziemlich neblig. Ach so, ja, es reicht eigentlich noch dann danach noch mal einen Einsatz, glaube ich. Also sehen wir uns dann gleich wieder. Achtung, Hilfeleistung. Verkehrsunfall VU3. Einsatz für LF24, RTW 1, NEF 1 im Neuhof. Im Neuhof. Auch eine neue Ansage, habe ich auch noch nicht gehört. Wollen wir mal sehen, ob wir die Person da rauskriegen? Aus ihrem Auto. Und die Sonne kommt raus im Spiel, das ist schön. Aber wo ist im Neuhof? So, dann können wir uns ja hier unsere Kameraden hier angucken. Der guckt so ein bisschen komisch. Vielleicht auch ein bisschen traurig oder nachdenklich. Achso, und daneben sitzt noch einer. Ich wollte gerade eben sagen, sind wir nicht ein bisschen arg wenig? Aber wir sind... Wir sind 6 Leute. Dann geht's ja noch. So, und wo ist jetzt der NEF? Das kleinste Auto, aber er braucht am längsten, alles klar. Na komm, so. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich muss wahrscheinlich dann die Batterie abklemmen, oder? Ja. Genau. Zack. So. Batterie abgezwickt hier. Und wir brauchen Bremsblock. Einen Bremsblock. Gut, ich nehme den anderen. Was halt irgendwo schade ist, ist, dass das Dach hier nicht mehr abgenommen wird, wenn man die Beta spielt. Also ich habe halt gedacht, dass das... Oder? Ne, was macht er denn? Was macht er denn jetzt? Ach, haben wir den wieder auf den Boden gelegt. Alles klar. So, ist offen. Kannst abzwicken. Abzwicken, ja, gut. Kannst abschneiden. Achso, nee, das sind die Lichteffekte. Ich dachte gerade eben, da kommen Funken raus. So. Bindemittel und aufkehren. Aufkehren kann dann der andere machen. Das mache ich jetzt nicht noch. Aber dem seine Hose sieht auch nicht mehr so gut aus.
Ach, leg das doch nicht auf den Boden. Du kannst es doch gleich reinlegen, Mensch. Heb ich's auf und tu's da rein. Oh, das können wir auch rein. Das können wir auch rein. Den Besen kannst du auch da. Ja, genau. Achso, die Bremsblöcke. Bremsblock. Und zurück. So. Kann man zumachen, oder? Sind wir fertig. Gut, Person gerettet, Tag gerettet, alles super. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch kommentieren. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.